Servus, Hardy Gang. Wir dran in einem Musikvideo. In Raum Spau. Im Raum der Wünsche. Auch genannt Dachboden vom Lex I'm Dead. Wir haben schon gut ausgeräumt. Schaut euch das mal an. Da ist der Lex gerade, der ist ein Gespenst heute. Weil heute ist Faschingssonntag. Weil, Hannes, also was gehst du heute? Fallen mir nichts ein. Das ist Achso. einmal so schlagfertig. Also ich bin natürlich wieder originale FC Bayern Ultramontur. Altbekannt aus den Making-ofs, kennt ihr euch aus. Schlagzeug steht schon herum. Da haben wir alles ausgeräumt. Da hinten ist der Raum vom Raum der Wünsche. Und da drehen wir jetzt dann. Dann gehen wir mal die ganzen Raumspauer mit richtig lauten Trommlereien am Sack. Da freue ich mich schon drauf. Ringdollfest! Raumspauer ist so geil! Servus, hi. Ich bin jetzt gerade angekommen in Sinzing. Wir haben. Steb die Trauen, sie um mich. Schaut aber bloß blöd rein. Taut nix. Der taut nix. Oh, das ist voll schipiert. Das darf man gar nicht mehr herzeigen. Entschuldigung. Wir haben ja mittlerweile einen ganzen offiziellen Vertrag mit Bischofshof. Ich darf ja eigentlich in meinem Leben kein anderes Bier mehr trinken. Habe ich in dem Vertrag unterschrieben. Stellt euch mal das vor. Und jetzt auf. Jeder Mensch macht immer Fehler. Gregor, der ist an die. Wir haben es gewonnen. Wir haben gar bis schon so getrunken. Rein am 25.03.23. Sorry. Wir haben letzte Woche erst das ausgemacht. Aber, naja. Vielleicht halten wir sie in Zukunft dran. Morgen haben wir wieder im Studio. Und da bringen wir aber Bischofshof mit. Ich versprich's. Weil ich auch noch eins daheim. Danny, was hast du denn da? Pizza essen. Schau aber nicht danach aus. Scampi waren ganz gut. Du hast gerade vorher gegessen, aber was machst du jetzt gerade? Jetzt lesen wir gerade einen Text durch vom Geiger. Warum? Weil der Maxi jetzt Eis singt und danach sing ich. Mhm. Und die zweite Strophe ist erst, ich glaube, letzte Woche oder so entstanden. Mhm. Und okay. Deswegen versuchen wir die jetzt ein bisschen zu merken. Ah ja, das ist schon mal gut. Lass mal singen. So schaut das also aus, wenn der Text geschrieben wird. Genau. Okay, jetzt habe ich noch eine entscheidende Frage. Sagst du uns, dass Bayern einen neuen Trainer hat? Weiß ich nicht, also ich verstehe es jetzt nicht. So wirklich, wenn jetzt gerade mal zwei Punkte hinter dem ersten sind. Ohren. Ohren, dass man mehr kickt. Ja. Aber dann muss halt der Tucher machen. Mhm. Gut, alles klar. Der Tucher. Wer ist noch der Tucher? Wer ist noch der Tucher? Na, Halleluja. Tuchel. Oder Tuchel. Halt auch so einer. Genau. Wer hat die Vorrunde? Der Nagelsmann. Nagelsmann? Ja. Wie gehört der Name? Ja, das war definitiv genug vom Studio. Moin, Hardy Pieps. Pieps. Wir sind gerade echt so nah. Mhm. Wir sind gerade in Rammespau. Das ist Hinterhall vor der Heiligenhausen. Und da ist ein Musikvideodreh beim Lex & Meiser am Dachboden. Ich habe die weiteste Hosen im ganzen Landkreis gekauft für den Dachend. Und meine Mama hat gesagt, ich schaue aus wie ein alter Mann. Und dem Abwitz, ich finde, ich schaue aus wie ein guter alter Mann. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt gleich mit. Ein ernsthafter älterer Herr.
Genau. Nehme ich jetzt gleich mit, und zwar so in ungefähr 10 bis 12 Zig. Der dabei jetzt alle noch irgendwas, und zeige euch die Location. Heute ist der 28. August 2023. Wir dran an Geige. Und ja, jetzt haben wir alles aufgebaut für Drums. Der Fips macht jetzt ein Drum-Video. Dann spiele ich auf die Drums und dann machen wir quasi so die Hauptperformance. Hinter mir, vor mir auf beiden Seiten gilt das nicht. Und ja, genau. Also das ist jetzt direkt. Ja. Wie es ausgibt, der Materialien. Machen wir verneigen. Weil der Christus sagt, relax. Genau, und ich bin entspannt. Und jetzt, aber jetzt führen wir euch in die geheimen Hallen. Da haben sie das Draht damals. Da haben sie das Draht, wenn es Leute sagen. Da, wenn es Leute sagen, da haben sie das Draht. Da haben sie uns mitgenommen damals auf die Reise. Und zum Abschluss zeige ich euch jetzt noch meinen Zipfel. Geil. Beim Anfangen haben wir schon gedacht, ist der Fips super. Was war das? Jetzt wird er voll. Das stimmt doch gar nichts. Ja, und stimmt. Dann war mir alles klar. Oh. Der Vogel, Rudi. Ja, das ist auch schon, Abi. Wir möchten jetzt alle sehen, weil du den Döner demolierst. Hör ab! Du bist auch noch gleich! So, grüß euch. Ich bin jetzt gleich schon mal wieder aufgegangen. Die anderen dann jetzt nur schnell hintauschen und zum Bieseln gehen. Ich nehme euch kurz mit durch das Set, weil ich da mich beim Döneressen grundsätzlich nie ansauer. Also vielleicht ist einmal ein Spritzerl im Bord drin oder was, aber das ist ja gleich weggeschleckt. Und meine Hände sind da auch immer sauber. Also der Döner, der kann ausschauen, aber er macht. Mir fällt grundsätzlich gar nichts. Genau. Und das ist unser Set, bei dem wir jetzt so Draht haben. Da haben wir am Fips gerade performen lassen auf die Drums. Genau. Und das ist so ein bisschen so der Dachboden. Und da hinten ist der Teil, das ist inspiriert vom Raum der Wünsche. Aber das haben wir halt bestimmt schon irgendwann einmal gesagt. Da haben wir noch einen Spiegel, da haben wir mal bei einem Austrap-Musikvideo, da waren wir nämlich schon herum, für fitte Augen, die kennen diesen Raum vielleicht, weil Austrap haben wir ein paar Szenen da gemacht, da war ich mit dem Alex schon herum, aber da waren noch die anderen nicht dabei, und jetzt haben wir da einen Max und einen Fips im Vordergrund. Super. Wenn wir beide das sagen. Darf man jetzt auch nicht eingehen, oder? Nein. Spinnt denn der? Ja, aber jetzt glaube ich, haben es gerade einen Tag fertig, vielleicht darfst du schon Hallo sagen. Und dann müssen wir aber schon nichts wieder gehen. Oder er braucht jetzt noch schnell sein Ding. Sechsten drin nebeneinander gehen. Der Mann schon, dass er der Matti Hilli selber ist. Ja. Nein, ich finde das ja so. Was jetzt du, der Wassertropfen haben wir gemacht? Da oben. Fips. Wenn du jetzt nicht gerade deine Rentiere trainierst, ja, weil verbringst dann du meistens die Zeit nach der Schule? Also, meine Rentiere, da bin ich schon oft dabei. Aber jetzt, wenn ich nicht bei den Rentieren bin, wo ich eigentlich ja diesjähriger Meister geworden bin in der norwegischen Meisterschaft von der Rentierzucht, geht es da aus. Aha. Jetzt, wenn ich gerade das mache, dann bin ich Surfer auf Hawaii. Und wenn du da jetzt bei so einer Rentier-Zuchtmeisterschaft mitmachst, was sind da die typischen Bewertungskriterien? Also geht es da mehr um die Größe von den Viecher selber oder das Gewicht? Oder? Nein, also das Wichtigste ist eigentlich, welches Rentier kann am größten Haufen scheißen? Und das Zweite ist, was für Farbe haben die Anschauer danach? Also wenn es dann wieder blitzeblank weiß haben, ist schlecht, weil das heißt, dass nicht der Teufel durchgegangen ist.
Und wenn aber alles richtig voller Dreck ist, dann heißt es ja. Cool. Und hast du schon mal ein Rentier mit zum Surfen genommen? Sicherlich. Weil stellen sie die grundsätzlich an? Alle Montag in der Freie um 8:30 hockt man auf am Surfrädel. Rentier, das heißt der Bob. Bob und ich dann surfen miteinander. Super. Ich vorn und er hinten. Nur so. Hinter Bob, er macht das um mit Arsch. Und ich mach den. Und dann surft man ja, die Wellen. Genau. Und ist man wieder von Hawaii, surft man heim bis auf Norwegen. Baut zwar aber so, mei, 3 Stunden haben wir schon unterwegs, aber das, da hockt man sich danach schön ans Lagerfeuer zu den anderen Rentieren. Ja, eins schieben wir meistens rein. Ich wollte jetzt gerade fragen, weil wir sind es dann so in der Gruppe. Meinst du jetzt bloß ich und Rentier oder meinst du noch andere Leute? Beides. Also andere Leute, sind es bloß ich und Rentiere, haben es ungefähr 6.500. Also eigentlich, ist eigentlich nur eine kleine Farm, weil ich kenne einen, der hat 10 Millionen Rentiere. Das ist mein Nachbar, genau, der ist krass und unterwegs. Aber ich bin trotzdem Meister, muss ja, dazu sagen. Ja, also es kommt ja nicht auf die Menge, sondern ob es eine gescheite Haufen scheißen, genau, ne? Ja, genau, weil ja. Ich trainiere halt aber gut mit denen. Ich weiß halt, um was das geht. Aber das kann sein, dass das einen indirekten Zusammenhang mit dem Surfen hat. Also, dass das Surfen hilft. Ich glaube, dass das die hawaiianische Luft ist, die da gut hat, weil die regt die Verdauung an. Ja, Halle ist auch ein Temperaturunterschied auch merklich. Ja, ja, ne? Absolut. Und der Rentier ist ja sowas eigentlich nicht gewohnt. Ja. Und darum, wenn wir da aber 3 Stunden umsurfen und wieder zurückpaddeln, dann regt es die Verdauung von den Rentieren und darum bin ich da auch ja, immer mit vorne dran. Super, das freut mich. Ja. Hat mich gefreut, vielen Dank fürs Interview. Ja. Wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Ich hoffe, dass bei der nächsten Meisterschaft wieder alles sie hat. Passt, alles klar. Merci und Servus. Ja, aus. Hallo. Moin. Machst du gerade ein Foto oder Video? Video. Ist das 360 Grad? Ja. Geil, mit Ton. Ja. Süß. Alex, grüß dich. Hi Donny. Ah. Schaut das übrigens auch wieder aus bei HD. War aber der ganz allein, der Lex. Ganz allein. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass das die Welt retten. Moin, Hardy-Pieps. Ich bin gerade einmal um die Welt 360 Grad für euch da. Und zwar in Unterham, das ist ein Ortsteil von Kürn. Und das ist wiederum ein Ortsteil von Bernhardswald. Das ist bei meiner Niesel daheim und da trauen wir heute ein paar 2 von Geiger. Das ist die ganze Crew. Zeigt's euch. Ja. Haben sie sich gesehen. Und draußen zeige ich euch auch noch was. Also wenn sie das Mac. Ah, da ist der Auer. Da schaut's, warte, kann ich dran? Kann ich dran? Ja, da ist der Auer. Unspektakulär. Ja, unspektakulär, was er macht, meine ich. Da könnt ihr lachen. Und da, wow, schaut euch halt, gibt's euch halt den View. Also, allein mein kleiner Mitschnitt war schon als Musikvideo, allein, wenn ich jetzt da drauf halt. Geiger, Geiger. Musikvideo, aus, aus, mehr brauchst du nicht. Genau. Und, mei, wir haben danach noch einen künstlichen Ring bestellt. Aber brauchst du nicht bestellen, weil den kannst du machen. Und der geht. Da geht's los. Noch ein bisschen weiter. Wenn es jetzt da ganz. Boah, schaut euch nochmal die Sunset, du legst mich am Arsch. Hey, schau mal, Max, ich kann einen Tricks. Hä? Ja? Aus dem Gipfel jetzt? Okay. Aber jeder hat 3 Versuche, ich habe aber 3. Gib mir nur 3. Pass auf. Aber ich glaube, das ist die falsche Technik. Ja. Du huckst aber auch Hecher um im Kopf, ey. Also musst. Ah, ja. Oh, der war knapp. Hast du immer gesagt, 3 Versuche? Ah, mit der Brennenden, okay, da kriegst du einen extra Punkt, wenn du es schaffst. Das geht schon. Jetzt geh ich nicht. Nein, das ist ein T-Shirt. T-Shirt?
Ja, wenn es brennt. Also du bist nochmal, Entschuldigung. Hey, zwei Versuche, das war bei der erste, weil wenn es brennt, dann ist das was anderes. Und jetzt sag's euch auch nochmal. Selber. Mit der Kamera. Jetzt schaut's her. Pieps. Mit Pieps meine ich eigentlich Harry Pieps. Pieps. Gesehen? Nicht, ne? War nix. Drei habe ich gesagt. Wow. Ja, also das ist jetzt nochmal, um jetzt wieder ein bisschen Real Talk zu machen. Das ist der Part 2 von insgesamt drei Parts Geigermusikvideo. Nächste Woche, eine in der Woche und noch einen Tag, also acht Tag. Haben Annie und ich nochmal drauf. Da tun wir dann auf einer Wiesn ein wenig. Dämmerungswiesen. Also drehen wir da in so einer Dämmerung. Wiesen und heute machen wir Auto und das letzte Mal haben wir schon Dachbomb gemacht. Also das sind so die groben Parts. Das genauere, was ihr dann rausgeben, seht ihr dann im Musikvideo. Jetzt weiß ich aber an der Stelle nicht, ob das Musikvideo vor Making-of oder das Making-of vor Musikvideo kommt. Oder kommt das Musikvideo auf vor Making-Video oder das Video auf vor Making-Muffin? Man weiß es nicht. Das ist am Anfang sechs, das habe ich. Ah ja, was die filmst. Das passt doch, da habe ich doch alles, was ich will. Ja, aber das ist auch noch mit dabei. Was ist das? Das du, der Kopf, da filmt er gerade auch noch. Ich bin auch noch dabei. Du, also der Lex. Was ist dann in dem Fall? Ja, es ist immer beides. Hey. Ja, also das filmt jetzt gleichzeitig und der Lex kann dann halt am Schluss beim Bearbeiten, beim Aufnahmeprogramm kann er so umeinander zwingen, weil er macht, was er gerade für ein Ding braucht. Also jetzt, er kann jetzt gerade auch einen Christoph dann halt einfach schnell herzeigen, weil er da am Handy irgendwas hat. Jetzt angenommen, der Lex darf uns jetzt gerade nicht hören. Dann hockt er ja irgendwann beim Schneiden vom Making-of und darf hören, weil wir jetzt über ihm reden. Ja. Das heißt, wir eigentlich haben wir gerade eine interaktive Kommunikation mit dem Lex. Aber erst später. Zeitversetzt, ja. Krass. Wenn ich jetzt sage, danke Lex, dass du das machst, dann weiß es am Schluss auch. Ja, aber jetzt weiß es auch, weil er es erkennt. Nein, hat jetzt nicht ist er halt gut gekommen. So, Herr Tappert, wie oft haben wir schon gespielt in so einer nicen Karre? Also, das war jetzt für mich das allererste Mal, aber ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal, weil da sehe ich mich schon. So ein traumhaftes Auto, ein bisschen was spielen. Also, kann mich nicht beschweren. Boah, schau hier, wie ich umgefahren. Soll ich das Auto ein bisschen mit reinnehmen? Ja, probier einfach mal. Jetzt werden Sie mal von einer Seite anheben und ein wenig. Auf geht's dann. Ja. Ein paar Fitnessübungen. Schau, dass man nicht zu weit seitlich weg ist vom Auto. Kannst du Gas geben? Du findest furchtbar schlecht. Okay, Friends and, Friends and Family, ich will jetzt sagen, der Hauptpart ist gedreht, aber der wichtigste Part ist gedreht, weil das war der Part, wo er aufs Lechtel drauf angekommen ist und der ist jetzt im Kasten. Der Lex und die anderen sagen, dass es eigentlich relativ cool gelungen ist, hauptsächlich während meiner Performance, ansonsten weiß ich nicht, ob alle anderen noch mitgespielt haben. Nissel, wie findest du das? Ist das komisch, wenn er mit so einer Clown-Kirchstelle und... Nicht? Hast du geschaut? Ein bisschen? Ganz nein. Nicht. Oder warst du stolz? Ja. Auf mich? Ja. Oder auf mich? Beide. Aber mehr auf mich? Nein, auf beide. Beide gleich? Ja. Aber wenn du jetzt entscheiden müsstest, wärst du schon ein bisschen mehr auf mich stolz gewesen? Ja, schon. Okay. Ja. Na, dann passt es mal. Super. Das ist mein Maß. Spitzel. Kleine Stirn. Ja, bitte. Jetzt warte, jetzt schnell ein Lüftchen. Man kann Witz leisten, oder was? Denise? Hm? Wie heißt denn der Turmfalke von Max? Falco. Falco heißt er. Mhm. Das ist natürlich sehr gut. Das ist ein Turmfalke. Ja.
Ja, Falco der Turmfalke. Ja, passt gell. Und den sein Werbebanner, was der da hat, weil krass ist das? 3 auf 3 Meter ungefähr. Okay, ja, das ist natürlich schon krass. Aber weil krass ist jetzt der Falke eigentlich, der ist auch genauso krass, oder? 2,50 Meter auf 2,50 Meter. Okay, ja gut, also das Banner ein wenig größer. Ja. Ja gut, der Falke, der braucht dann eigentlich schon den ganzen Bloß in dem Raum, weil... Gerade dass er reinpasst, ja, okay. Deswegen, jetzt dann das Fenster noch ausbauen, ja, oder? Das und bauen wir aus. Kommt da so ein großes Gitter rein, dass er genau. Da mal reinfliegen kann. Hannes? Ja? Was sagst du jetzt du dazu, dass der Max uns aus seinem Bändramaster schmeißt, weil sein Turmfalke Platz braucht? Das ist schon brutal. Also seit dass der Max in der Vogelzucht eingestiegen ist, ist der halt einfach weil verändert. Ne? Mhm. Da gibt es jetzt halt überhaupt keine Partys mehr und auch keine geselligen Zusammensetzungen. Jetzt wird sich bloß noch um die Vogelzucht kümmern. Mhm. Und das finde ich schon allerhand. Ja, Denise und ich haben gerade schon geredet. Sie hat uns gebeichtet, dass quasi der Turmfalke Falco einzieht. Mhm. Und das Problem ist ja eigentlich an der ganzen Sache, weil der 2,5 auf 2,5 Meter groß ist. Ja. Darum braucht der so viel bloß. Ja, Halle, ist ja klar. Und so ein Turmfalke, der braucht er dann sonst auch aber wieder Bespaßung. Ich habe einmal gelesen, dass die auch richtige, die haben auch Musikfans, das heißt, der Max hat da die Anlage trotzdem noch reinzimmert, aber uns halt weg da. Ja, weil dem, wenn krass. Du nicht am Tag 4 Stunden klassische Musik spielst, dann wird der ganz rabiat. Mhm. Also ist mir mal gesagt worden. Ja. Was ich einmal gehört habe, ist, so ein Turmfalke ist da auch bloß Zebras. Okay. Sonst nichts. Weil jetzt sitzen sie alle da, ne? Ist natürlich schon hart, weil du musst erst einmal die Zebras auftreiben. Ich weiß nicht, wer das macht, aber irgendwann wird er das machen. Also, der Falke hat einen Namen. Ja, Falco hat er. Das hat Denise uns schon gebeichtet gerade vorher. Hast du es gesagt? Aber jetzt machen wir du Falco. Ja, aber sein Nachnamen hast du gesagt. Grondaro. Falco Grondaro ist sein Name. Und wir über den wird nicht schlecht geredet. Okay. Okay? Und die 4 Stunden klassische Musik, die spielen wir selber. Mit was? Einfach vergöttert. Und ich darf jeden rausschmeißen. Wenn einmal am Falco Grondaro. Wenn man uns noch kennt. Gut. Ja, das ist gut. Servus, der Vogelrudi. Videodreh. Ich weiß es halt nicht. Und da ist dann so mal anbasteln, die Bastler. Hat ja, der mal die Bastler? Folie, aber. Winterzeiten sind noch gut. Da bringen wir jetzt die Winterzeiten noch halt, ja? Und wenn wir das jetzt von der. Das ist richtiger Künstler, ist das schön, oder? Mal, Testpreise, ja. Brandhosten. Ja, mit deinem Pölz musst du eine halbe Stunde drunter. Oder geht das beim Duschen auch so schnell? Ja, aber dann. Als ob du jetzt das und Goldbeidel machst. Jetzt machst du einmal so eine Palettdrehung und dann hast du das. Ja, mach 36 Ausfotos. Mach mal dann noch 30 Kanzler. Gut. Hoher Herzeigen. Jetzt oder nie. Gut. Wisst ihr eigentlich, wie anstrengend das ist, wenn man ein Alkoholiker in der Band ist? Magst du nicht lachen? Zeig dich, schaut sie so. Also. Ein Videodreh an einem Montagabend trinkt er 6 halbe Bier. Das ist allerhand. Nein, aus der Fitnessband ist eine Alkoholikerband. Wenn ich trau's mir gar nicht sagen. Lass mal nur rollen, es kommt nämlich nur auf. Max, Leute, nicht so viel, ganz nach vorn. Einmal wieder nach hinten dann zwischen eine. Ja, so ab von der Mitte bis hinten ist eigentlich recht gut im Fokus. Also, was ich jetzt gerade sage, ist der so zusammengrabende Haufen vom Musikvideodreh Part 2 für Geiger. Der Lex ist der Einzige, der noch arbeitet, der Rest trinkt Bier. Also, wer die ganze Zeit eigentlich? Da genauso, da wird aber Sekt getrunken. Hunti, sag einmal was für unsere Fans. Hunti! Ja, genau. Und. Ja, also wir haben das Gefühl, das war sehr erfolgreich. Gott sei Dank hat das Wetter mitgespielt, weil wir haben nämlich genau einen Sunset. Sunset-Untergang braucht man nicht sagen, weil der Sunset ist schon der Sonnenuntergang. Ja, ich dachte, das Wetter hat nicht mitgespielt. Und geregnet hat es auch noch, genauso wenn wir es wollten. Nein, passt. Das Wetter war gigantisch schon, wir haben es auch noch selber gemacht. Ja, genau so ist es. Und jetzt halt sackeln wir zusammen. Ja, und dann haben wir fertig. Gute Leistung halt vor allem. Ja. Gute Crew. Vor allem vom Pips. Okay. Wir beide wieder spielentscheidend.
War das so? Ja. Warum nicht? Ja, aber der Erste, der da war. Ja. Der Erste, der wieder geht. Gut, liebe Gäste, ich glaube, das war's von HD Geiger Musikvideo Dreh Part 2. Es war ein riesen schöner Abend. Wir waren in Kirn bei den Zimmeres und es war eine. Aber glaubst du, dass das dann. Es war ein Festmahl. Ich glaube schon. Also, für euch, gute Nacht, habt ihr. Macht's dann mehr Sinn, wenn du. Habt ihr, HD Pieps zum dritten. Wir befinden uns gerade in Oder-Heiligenhausen und Rammes-Pau ist ein sehr höhenlastiges Dorf. Wir sind da gerade mitten auf 1000 Meter Fuß. Richtig. Und ja, jetzt begeben wir uns zur Location. Wir haben eine weite Wanderung vor uns. Ähnlichkeiten mit den Gefährten werden wir haben. Eine für die. Kann er da später erklären, was das zu bedeuten hat. Und ja, dann marschieren wir jetzt auf den Berg und dann filmen wir Geiger Part 3. Viel Spaß. Das war die Intro-Szene zum Making-of. Und wer Jabel? Ganz klar. Wer fällt? Weil immer, wenn wir ein Musikvideo dran. Der Times. Oh. Okay. Kurz Sonnenbrillen drüber lassen. Wenn es mit Sonne. Bloß halt dann die ganze Zeit Sonnenbrillen. Echt? Okay. Also entweder oder. Hey, ja, dann kind, nee, oder? Wollte ich kurz das Protokoll? Ich hab beim letzten Mal keine Öde dürfen. Du bist aber auch nicht so cool mit der Sonnenbrillen, wie der James. Was? Ich brich sofort ab. Das ist jetzt die Steuerung mit dem Dämpfer. So viel zu meinen Dämpfer. Das war jetzt mal ein anders krasser Dämpfer. Ja. Wisst, ich mache alles für den Output, alles. Und intern werde ich nur runterputtert. Leute, macht mal heute gleich die anderen. Im Endeffekt habe ich 90% von dem ganzen Video geschrieben. Die Regie hat der Lex geführt und holt sich am Schluss alle Credits ab. Finde ich auch nicht gut. Was machst du mit deinen Hemden beim Laufen? Ja, das anzeigen, weil er so laufen, das schaut doch ganz gut. Da hat er die Hände hoch und laufen ein bisschen authentisch. Das erinnert mich gerade an Capricorn, da habe ich als 13-jähriges Kind, ja, Teenager, Jugendlicher, mal für eine andere Band Darsteller machen dürfen und da haben sie mich genau kritisiert, auch beim Laufen. Ich weiß nicht, ob es auch das Thema mit der Hemd war, aber sie haben gesagt, ich kann auch nicht gescheit laufen. Aber das ist, wenn man so vor der Kamera laufen will, ist auch ganz was anderes, Leute. Genau. Alles war sauschee. Green Frog Feed Capricorn. Wenn ihr mal ein YouTube einzeigen, ihr werdet es mir nicht wiedererkennen. Doch, werdet schon. Aber ich bin geschminkt. Aber nicht für alle Szenen. Also ihr erkennt es mir dann schon. Schaut nach dem Punkt, wenn ihr den findet. Und das verzweifelt das. Dann wisst ihr, ich bin's. Okay? Ja. Und hoff du bleibst eine Nacht nur bei mir. Ja doch, ich schrei vom Leben und vor dir. So machen wir es von keinem. Genau so hätte ich mir jetzt gefallen. Das war richtig gut für das. Und kannst du bisschen früher schon aufhören. Schneller zurück. Und die Eisenstädte dran sehen. Trotzdem jetzt nochmal den letzten Teil probieren. Fertig. Eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde später. Was ist mit denen hier? Also jetzt geht's, mach eine schöne Abmoderation noch. Ja, habe ich gerade schon angefangen, aber ich bin vom James unterbrochen worden. Also, das war Geiger Part 3. Ich zeige euch nochmal ganz kurz die Location, wo der Hauptteil stattgefunden hat. Das war der kürzeste, geschmeidigste Part, der unaufwendigste, also der Part mit am wenigsten Aufwand.
ja, war cool. War knackig. Jetzt sind wir fertig mit dem Dreh. Jetzt hat der Lex die ganze Arbeit. Der Part ist mir persönlich am liebsten. Und alles klar, wir sehen uns dann wieder zum fertigen Making-of. Das war HD, das war Geiger im Part 1, 2, 3, 4, Bussi, ich mach gar nicht mehr aufhören zum Reden. Ciao, 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 ciao. Ich hör nicht auf, bis ich irgendwer, weißt schon, bis ich einen Hänger hab. Und den hab ich jetzt. Ich hab einen Hänger. Ihr wisst, was weitergeht. Ihr habt einen Ohrwurm jetzt im Bett, nachdem ihr das Video geschaut habt. Also ciao, 4, gute Nacht, schlaft's gut. Nicht zu viel am Lummi spielen, passt. Ciao. Die Lummi-Witze macht der Hannes immer ganz gern. Jetzt hör auf zum Renndobler. Ja, okay. Ah, ich sag's trotzdem noch. 360 Grad, immer am Fokus, immer. Der Song, also unser Songtext ist wichtiger als bei der Bayern-Trainer.